In diesem Video möchte ich die AVM Fritzbox 7580 für Telekom Magenta zu Hause vorstellen. Die Fritzbox 7580 vom Hersteller AVM wurde Ende 2016 vorgestellt und vereinigt Highspeed LAN, WLAN und Telefonanlage in einem Gerät. Die 7580 unterstützt Telekom DSL und VDSL Anschlüsse inklusive VDSL Vectoring mit bis zu 100 Mbit pro Sekunde. Im Gegensatz zur Ende 2017 vorgestellten 7590 unterstützt das Modell 7580 noch keinen VDSL Super Vectoring mit 300 Mbit pro Sekunde. Das ist aber auch schon der einzige wesentliche Unterschied zwischen beiden Geräten, neben natürlich dem geänderten Design. Die Fritzbox 7590 hat ja hier gerade auch den German Design Award 2018 gewonnen. Zum Lieferumfang gehört die Box selbst, dann eine passende Wandhalterung, wenn Sie das Gerät nicht hinstellen, sondern an der Wand montieren möchten. Dann ist natürlich das Netzteil für die Stromversorgung mit dabei, eine Anleitung, ein ca. 1,5 Meter langes Netzwerkkabel, um die Fritzbox mit Ihrem PC oder Laptop zu verbinden und hier ein DSL-Anschlusskabel. Dieses wird ganz einfach mit Ihrer Telefondose verbunden und dann hier mit der 7580. Dieses ist auch ausschließlich für den IP-basierten Anschluss gedacht. Wenn Sie einen ISDN- oder Analoganschluss weiterhin betreiben möchten, dann bräuchten Sie das neue Modell 7590. Besonderes Highlight der Fritzbox 7580 ist das verbaute High-End WLAN mit bis zu 2533 Mbit pro Sekunde. Diese hohe Übertragungsgeschwindigkeit wird durch die Multi-User MIMO-Antennentechnologie erreicht, auch 4x4 WLAN genannt. Dabei wird WLAN AC mit 5 GHz bis zu 1733 Mbit pro Sekunde gebündelt mit WLAN N auf 2,4 GHz mit bis zu 800 Mbit pro Sekunde. Die Besonderheit von Multi-User MIMO ist auch, dass sowohl mehrere WLAN-Endgeräte wie Smartphones gleichzeitig mit Highspeed-WLAN versorgt werden können, was bei herkömmlichen WLAN-Routern ja nicht der Fall ist, wo die Daten nacheinander abgearbeitet werden. Aber auch unterstützte MIMO-Endgeräte wie aktuelle Smartphones können mehrere WLAN-Streams gleichzeitig empfangen und damit eine besonders hohe Geschwindigkeit nutzen. Das WLAN lässt sich an der Seite bequem ein- und ausschalten und hier per WPS-Knopf können Sie neue Geräte schnell und sicher ins WLAN integrieren. An der Vorderseite der Box befinden sich verschiedene Info-LED, unter anderem auch, ob das WLAN ein- oder ausgeschaltet ist. Ein Gäste-WLAN lässt sich ebenfalls aktivieren, dieses dann getrennt von Ihrem persönlichen Heimnetzwerk. Das heißt, Ihre Gäste bekommen kabellosen Internetzugang mit dem Telekom DSL oder VDSL-Anschluss und können aber nicht auf Ihre persönlichen Daten zugreifen. Neben Highspeed-WLAN unterstützt die Box auch Highspeed-LAN. Hierfür wurde ein 4-fach-Gigabit-Switch integriert. Mittels Gigabit-WAN oder Uplink kann auch ein Glasfasermodem oder ähnliches vorgeschaltet werden. Ansonsten ist die Fritzbox 7580 für den IP-Anschluss der Telekom geeignet. Hierfür wird einfach das mitgelieferte Kabel in die DSL-Buchse gesteckt und der andere Stecker kommt in Ihre herkömmliche Telefondose. Ein Splitter wird hierbei nicht mehr benötigt. Die Fritzbox hat auch eine integrierte Telefonanlage. Hierbei können zwei analoge Endgeräte angeschlossen werden, hier an Phone 1 und Phone 2 mittels Western-Stecker, aber parallel auch per TRE-Stecker ebenfalls Phone 1 und Phone 2. Zusätzlich ist auch ein ISDN-S0 vorhanden. Es können also vorhandene ISDN-Telefone oder Telefonanlage weiterhin betrieben werden. Zum Telefonieren ist auch eine DECT-Basisstation enthalten. Bis zu 6 Schnurlos-Telefone können dabei verbunden werden. Dies kann zum Beispiel ein vorhandenes Telekom-Speedphone sein, aber auch ein neues Telefon, wie zum Beispiel aus der Fritz-Phone-Serie. Die Fritz-Phone-Modelle unterstützen einige Funktionen zusätzlich, weil diese zur Nutzung mit der Fritzbox optimiert sind. Das Anmelden von Telefonen kann über diese DECT-Taste an der Seite des Gerätes erfolgen oder natürlich über das Menü. Ebenfalls darüber verbunden werden kann der Fritz-DECT-Repeater, wenn Sie die Reichweite Ihres Schnurlos-Telefonnetzwerkes erweitern wollen. Auch die WLAN-Reichweite kann natürlich erweitert werden. Wenn Sie zum Beispiel Stahlbetondecken haben, können Sie mittels Fritz-WLAN-Repeater die Funkreichweite erhöhen. Wenn WLAN an die Grenzen stößt, gibt es alternativ die Powerline-Lösung. Hierbei wird das Internetsignal über die Stromleitung übertragen und Sie können dann zum Beispiel in einem anderen Raum ein eigenes WLAN bereitstellen. Über das WLAN der Fritzbox können Sie übrigens auch telefonieren, indem Sie sich die Fritz-App Phone installieren. Dann können Sie den Festnetzanschluss auch mit dem Smartphone nutzen, also ankommende Gespräche entgegennehmen oder abgehende Gespräche führen. An der Seite befindet sich noch eine USB 3.0 Schnittstelle, ebenso auch noch wie mal eine weitere an der Rückseite. Hier können Sie zum Beispiel einen USB-Drucker anschließen und diesen gemeinsam im Netzwerk nutzen.
oder auch einen USB-Speicherstick oder eine USB-Festplatte. Dank der DLNA-Fähigkeit können Sie dann die darauf gespeicherten Daten auch zentral nutzen, zum Beispiel auf einem DLNA-fähigen Fernseher können Sie dann Fotos, Videos oder Musik direkt abspielen von der Festplatte. Die Fritzbox 7580 eignet sich zur Verwendung am Telekom DSL, VDSL und Glasfaseranschluss. Sie ist auch kompatibel mit Entertain TV, dem Fernsehen der Deutschen Telekom, hier in Verbindung mit dem Media Receiver 401. Telekom Festnetz Neukunden, die einen Magenta Zuhausevertrag über uns abschließen, erhalten die Fritzbox 7580 zum exklusiven Vorteilspreis. Die Box geht dabei in Ihr Eigentum über, das heißt, sie muss nicht nach dem Ende der Mindestvertragslaufzeit zurückgesendet werden. Neben dem Modell 7580 erhalten Sie bei uns auch das Gerät 7590. Diese unterstützt zusätzlich auch VDSL Supervectoring mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde und ist damit noch zukunftsweisender. Beide Geräte haben zudem eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Die Bestellung zum Vorteilspreis können Sie direkt online auf unserer Internetwebseite erteilen. Übrigens bieten wir beide Fritzbox-Modelle mit Entertain TV zum besonders günstigen Preis an. Unsere Mitarbeiter an der Hotline informieren Sie gern zu Tarifen und zur Verfügbarkeit an Ihrem Standort.